Und jetzt bitte ich zu mir nach vorn unsere beiden Spitzenkandidaten bei dieser Bundestagswahl, Sarah und Dietmar. Bitte schön. Liebe Sarah, lieber Dietmar, wir haben alle drei was gemeinsam. Wir kommen aus derselben Quellpartei. Wir haben ja heute schon viel darüber geredet. Dankeschön. Ich will euch auch am Anfang fragen, daran kommt man, glaube ich, heute nicht vorbei, wenn ihr an den Moment vor 10 Jahren zurückdenkt, an die Diskussion in der Partei, in der PDS und auch eure persönlichen Erwartungen und vielleicht auch Befürchtungen, was passieren könnte, wenn das Gewohnte, so will ich es mal nennen, die PDS, sich ändert. Was ist daraus geworden? Haben die Hoffnung oder die Befürchtung gewonnen, Sarah? Also ich gebe ja zu, ich gehörte 2005 zu denen, die zunächst skeptisch waren. Also wir hatten ja auch in der PDS immer so unsere Auseinandersetzungen zwischen Aufbegehren und Anpassung und wie man jetzt weitergehen soll. Und natürlich war mir zunächst mal nicht so klar, in welche Richtung geht das. Ich wusste, das sind Menschen, die aus Unzufriedenheit, auch aus Protest gegen die Agenda 2010 die SPD verlassen haben. Das fand ich sympathisch, aber irgendwie war es ja bei der PDS schon so, dass man zumindest ein Programm immer hatte, wir wollen den Kapitalismus überwinden. Da habe ich mir damals gesagt, Mensch, hat das dann noch eine Relevanz? Das war alles 2005. Also da war ich, muss ich ehrlich sagen, zunächst mal habe ich gedacht, gut, gucken wir mal, wie das geht. Mischung zwischen Skepsis und andererseits auch Hoffnung. Ich meine, die PDS war damals in einer schwierigen Lage. Gesine hat es gesagt, nur noch 2 Abgeordnete im Bundestag, keine relevante gesellschaftliche Kraft auf Bundesebene. Und 2007 war dann eigentlich schon klar, dass dieses Zusammengehen, das war der Aufbruch. Das war der Beginn, dass es in der Bundesrepublik wirklich eine gesamtdeutsche starke Linke geben kann. Und deswegen war ich dann 2007 wirklich voll engagiert und dabei und war sehr, sehr froh, dass es dann auch die Fusion gibt, dass es dann auch wirklich die Vereinigung gibt, weil wir wollen ja alle gemeinsam dieses Land verändern und wir waren wieder im Bundestag, wir hatten wieder auch eine öffentliche Stimmung und das ist unheimlich wichtig gewesen. Also da hatte ich eigentlich keine Befürchtung mehr, sondern ganz, ganz viele Hoffnungen, was wir in diesem Land erreichen können in den nächsten Jahren. Also ich erinnere mich ganz gut an den Tag vor 10 Jahren. Du weißt ja als Bundesgeschäftsführer, wie das ist mit Parteitagen. Das hat ja angenehme wie auch kompliziertere Seiten. Ein Vorteil hatte es, das war ein Parteitag, der zunächst getrennt war und dann gemeinsam. Und für das Gemeinsam gab es ja kein Gremium. Also konnte man frei entscheiden, wie so der Parteitag inszeniert war. Eine wunderbare Zeit. Da hatten wir die Pantomime, die Linke aufgebaut hat, die Bälle und all so schöne Sachen. Ach, das war ganz nett. Ansonsten will ich klar sagen, die Linke ist, was meines Erachtens von außen viel zu wenig gewürdigt wird, das erfolgreichste Parteiprojekt der Bundesrepublik. Man muss es mal klar sagen. Also wir stellen Ministerpräsident, wir sind wiederum bei Eintritten jetzt im Wachsen begriffen. Wir sind parlamentarisch vertreten, kommunalpolitisch und ich sag mal, wir haben ja nicht die Neigung, uns zu loben, aber man muss auch mal sagen, was wir alles für Veränderungen in diesem Land mitbewirkt haben. Natürlich viel zu wenig, aber insgesamt ist es doch ein Riesenschritt gewesen, nicht nur die europäische Normalisierung. Und ich könnte jetzt eine Latte von Ergebnissen, die wir mit zu verantworten haben, aufzählen. Also Praxisgebühr gab es mal, waren wir die Einzigen dagegen. Afghanistan, wer hat denn 2002 dagegen geschrien im deutschen Bund? Und. Die Palette könnte ich aussehen. Natürlich wollen wir da viel mehr. Ich habe am Anfang, ich kann mich ja noch gut erinnern, als damals Oskar Lafontaine gegangen ist aus der SPD, ich habe da immer nicht dran geglaubt, dass der so ein Parteiprojekt mit uns macht. Und der Gregor hat immer gesagt, wir kriegen das irgendwie hin. Ich habe da lange nicht dran geglaubt, aber als ich die Chance gesehen habe, da war ich sofort total begeistert. Das muss ich immer sagen, weil ich sage, oh Mensch, irgendwann sind wir im Westen so stark wie im Osten und irgendwann ist es denn soweit, hier hat heute jemand was von 20% gesagt, damals habe ich gesagt, es muss nicht unrealistisch sein und vielleicht gilt es ja noch heute. Es gibt eine zeitliche Parallele, die will ich nicht unerwähnt lassen heute. 10 Jahre Die Linke ist auch 10 Jahre Merkel.
Und wenn wir von 2005 rechnen, wo wir gemeinsam das erste Mal angetreten sind, sogar 12 Jahre. Und jetzt haben wir wieder eine Bundestagswahl vor uns, euch beiden, ihr beiden seid die Letzten, denen ich das sagen muss. Anfang des Jahres gab es eine Situation, da wurde darüber geredet, vielleicht ist das ihr letztes Jahr als Kanzlerin, mittlerweile scheint wieder alles klar, sie bleibt Kanzlerin und viele sagen, die Wahl ist entschieden, alles ist gelaufen, die Dinge bleiben, wie sie sind. Wäre doch eigentlich blöd, wenn das so ist, dann brauchen wir doch auch keinen Wahlkampf, oder? Sarah? Na, ich sag mal, man muss zwei Dinge unterscheiden. Also das Duell zwischen Merkel und Schulz ist gelaufen und zugunsten eines Weiter-so entschieden, weil einfach beide für ein Weiter-so stehen. Also deswegen ist es auch kein spannendes Duell. Und deswegen ist eben auch Schulz, hat diese anfängliche Euphorie eben völlig verloren und sie ist nach unten gegangen, weil das ist ja Merkels eigentlich großes Glück. Ihre Stärke ist ja nicht, dass die Mehrheit der Menschen ihre Politik so großartig findet. Das stimmt nicht. Das widerlegen alle Umfragen. Sondern Merkels großes Glück ist, dass sie immer derart schwache Herausforderer hat von der SPD, die eigentlich nicht wirklich was anderes vertreten als sie. Und dann ist der Wahlkampf natürlich einfach. Also wenn es gar nicht mehr den Unterschied zweier Programmatiken gibt. Und deswegen sage ich, die Einzigen, die diese Wahl noch spannend machen können, das sind wir. Das ist die Linke. Weil die Linke ist die einzige wirkliche Alternative zu diesem Merkel-Kurs. Da kann ich jetzt wunderbar anschließen an den Anfang. Deswegen ist die Wahl nicht entschieden. Ich glaube, wir haben noch 3 Monate und wir haben die Chance als Linke, dieses Land relevant zu verändern. Und ich glaube auch, dass die Stabilität bei der Union so groß nicht ist. Die haben das hingekriegt, weil die anderen wieder mal eine Chance vergeigt haben. Aber ich sage, hier sind noch 100 Tage heute, wenn ich das richtig sehe. Und in 100 Tagen ist richtig noch viel möglich. Ich will nicht, dass Angela Merkel und Wolfgang Schäuble und Horst Seehofer dieses Land weiter regieren. Das ist weiterhin ein Ziel der Linken, dass wir diesen konservativ-liberalen Block nicht zulassen wollen. Und wenn wir richtig stark sind, können wir es auch verhindern. Also ich meine, und das Einzige, was für uns, und ich sage das immer wieder als jemand, der nun wirklich ja bekennend, wahrscheinlich schon vor der Fusion zur Linken, immer gesagt hat, ich bin für Mitte-Links-Bündnisse und ich könnte es auch jetzt begründen, warum ich dafür bin. Das ist aber überhaupt nicht die Frage, warum ich für solche Bündnisse bin. Aber eins weiß ich auch, dieses permanente Gequatsche darüber, das nutzt nur den Konservativen. Wir kämpfen für uns und für nichts anderes und wenn am Ende Angela Merkel da abgewählt ist, dann haben wir was Wunderbares hingekriegt. Und die Frage der Regierungsverantwortung ist eine langweilige Frage. Spätestens wenn wir denn 50% haben, können wir uns nicht mehr verweigern. Volker Lösch hat uns ganz am Anfang seine Sicht auf die Linke gesagt. Wir haben jetzt auch schon mehrere gehört, die ihre Sicht auf die Linke eher aus einer Binnenperspektive gesagt haben. Ihr seid nicht nur in diesem Wahlkampf, aber vor allen Dingen auch jetzt sehr viel unterwegs. Die Leute kommen in eure Veranstaltungen, reden mit euch, stellen Fragen. Was ist denn euer Eindruck, was ist denn die Sicht der Leute auf uns und was ist die Erwartungshaltung, die sie an sie haben? Sind wir etabliert für die Leute? Sind wir immer noch was anderes? Und was wünschen Sie sich von der Linken, Dietmar? Also natürlich ist das, die Leute gibt es nicht und die Wünsche sind unterschiedlich. Aber eins merke ich, es gibt eine wahnsinnige Neugier. Also ich stelle das ja fest, wenn du an Universitäten bist, es ist gerappelt voll, es gibt Riesenbeifall und die Leute sind neugierig. Das ist so war teilweise im Westen mehr als im Osten, das muss man klar so sagen. Nur diese Chance müssen wir nutzen. Ich glaube, wenn wir das hinkriegen und auch ein bisschen akzeptieren, dass wir nicht für alles die Lösung haben und dass wir auch unterschiedliche Akzente setzen, das ist im Übrigen auch der Sinn, dass Sarah und ich die Fraktion führen, dass wir es hinkriegen können, in einer Breite ein Angebot zu machen, das erfolgreich ist, dann können wir auch unterschiedliche Erwartungen, die es gibt an die Linke, die ist heterogen. Natürlich, ich meine, Klaus Ernst hat über die Gewerkschafter geredet. Hier ist mehrfach über Leute von Kunst und Kultur geredet worden. Natürlich, Gesine hat darauf hingewiesen, ostdeutsche Interessenvertretung. Das alles ist natürlich nicht in einem Punkt zu kulminieren. Die zentrale Frage für uns ist soziale Gerechtigkeit ohne Wenn und Aber. Aber es gibt eine riesige Neugier und wenn wir es schaffen, jetzt in diesen 100 Tagen die Gemeinsamkeiten nach vorne zu stellen, wir haben jetzt ein Programm, wir haben eine Strategie, wir haben 2 Spitzenkandidaten und wenn wir jetzt entschlossen und enthusiastisch kämpfen, dann sage ich, können wir die Wünsche der vielen
durchaus bedienen. Danach können wir dann auch noch über Details reden, wo wir vielleicht unterschiedliche Sicht haben. Also ich glaube, die Tür ist ausnahmsweise mal wirklich offen für uns. Lasst uns entschlossen gemeinsam durchgehen. Ja, also zum einen kann ich genau das Erleben bestätigen von Dietmar. Wir haben zurzeit, und das ist sehr, sehr positiv und das ist in dem Ausmaß auch neu, ganz viele junge Leute, auch sehr junge, also auch von Schülern. Ich habe noch nie so viele Mails von Schülern bekommen wie im letzten halben Jahr, die eben sich Sorgen machen, in einer Welt zu leben, wo die Donald Trumps stärker werden, wo die Le Pens stärker werden, wo sich vieles nach rechts verschiebt, wo die sozialen Verheerungen schlimmer werden. Und die sagen, wir wollen was dagegen tun, wir wollen uns engagieren. Also das ist tatsächlich etwas Neues in diesem Ausmaß. Und das ist wunderbar. Wir haben allerdings, und da finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der schon angesprochen wurde, wenn man, das sind oft natürlich junge Leute, in der Regel sind es von Gymnasien und eben dann Studenten. Also das sind die Milieus, die erreichen wir zurzeit, die erreichen wir sehr gut. Das ist klasse und das müssen wir ausbauen. Wir haben wirklich Schwierigkeiten, die Menschen zu erreichen, die eigentlich am meisten unter den heutigen Verhältnissen leiden. Also gerade die vielen, die prekäre Jobs haben oder auch Angst vor prekären Jobs. Also selbst wenn ich noch einen einigermaßen gesicherten Job habe, heutzutage Betriebsverlagerung, kann ich ganz schnell aus der Bahn geschmissen werden, Hartz IV stürzt sich ab oder bekomme nur noch eine Leiharbeit. Also gerade dieser Bereich. Da sind ganz viele Menschen, die eigentlich das, was wir inhaltlich vertreten, auch in vielen Punkten unterstützen. Also das merkt man auch, wenn man mit ihnen spricht, wenn man in Diskussionen kommt, auch in den Reaktionen, die man bekommt. Aber bei denen ist tatsächlich ein großer Vorbehalt. Das sind ja oft Menschen, die schon mal, und zwar gravierend, von Parteien enttäuscht sind. Also mindestens einmal. Also oft sind das Menschen, die haben mal SPD gewählt. Die waren begeistert, als die SPD damals mit den Grünen zusammen den Bundeskanzler gestellt hat und dann haben sie erlebt, dass genau frontal gegen ihre Interessenpolitik gemacht wurde. Und die sind natürlich nicht so einfach bereit, jetzt ihre ganze Hoffnung und ihr Vertrauen auf die nächste Partei zu übertragen, ohne zumindest immer mitzudenken, die könnte sie ja genauso enttäuschen. Und das ist tatsächlich ganz schwierig in diesen Bereichen, auch wir haben es ja in Nordrhein-Westfalen gehabt, im Ruhrgebiet, wo wir eben nicht die großen Zugewinner hatten, die wir uns gewünscht haben. Da sind ganz viele Menschen, die sind zutiefst misstrauisch gegenüber allen Parteien und allen Politikern, weil sie zunächst mal davon ausgehen, die erzählen doch alle das Blaue vom Himmel und wenn sie selber mal an den Machttöpfen sind und wenn sie selber mal Einfluss haben, dann lassen die uns genauso im Stich wie alle anderen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da keine Anknüpfungspunkte gibt, dass man nichts macht, was dieses Misstrauen nährt, weil dann erreichen wir die Menschen nicht. Wir erreichen sie nur, wenn wir sehr klar, sehr geradlinig, sehr konsequent unsere Position vertreten, was ja nicht heißt, da sind wir uns ja völlig einig, dass wir jetzt sagen, wenn wir in einer Regierung wirklich grundlegende Dinge umsetzen könnten, na klar, ich glaube, da sind wir uns völlig einig, wenn wir alle regieren. Die Frage ist ja nur, ob wir das mit den heutigen Partnern, so wie sie aufgestellt sind, wie wahrscheinlich das ist. Und wir müssen auch gucken, natürlich auf Landesebene, die Spielräume sind enger, es ist schwieriger, ein großes Problem ist angesprochen worden, wir müssen alles vermeiden, was unsere Glaubwürdigkeit in Frage stellt, weil wir dann mit den schönsten Inhalten diese Menschen nicht erreichen können. Und wir müssen sie erreichen, ganz dringend zur Bundestagswahl. Dietmar, ich will den Punkt direkt aufgreifen, über den Sarah jetzt gesprochen hat. In diesem Teil der Bevölkerung sind ja auch ganz viele, die eigentlich gar nicht mehr die Absicht haben, wählen zu gehen, die enttäuscht sind, mehrmals enttäuscht worden sind. Wir haben vor einigen Jahren bei Bundestagswahlen einen sehr großen Erfolg gehabt, auch Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu mobilisieren für eine Bundestagswahl, vor allen Dingen 2009 logischerweise. Wie schaffen wir das, Menschen zu signalisieren, es lohnt sich, wählen zu gehen und es lohnt sich sozusagen auch bei uns die Stimme zu machen, bleibt nicht zu Hause, trotz eurer Enttäuschung. Bist du jetzt hier der Wahlkampfleiter? Oder? Also ganz ernsthaft. Heute Abend moderiere ich hier durch das also Programm. Also Matthias, wenn ich jetzt die Antwort darauf sagen könnte, ich würde sie in die Welt hinausschreien und sagen, das müssen wir machen. Natürlich haben wir da Ideen.
Und natürlich hat Sarah einen zentralen Punkt gesagt. Für uns steigen die Chancen, wenn es in dieser Wahlauseinandersetzung um Inhalte geht. Und wir müssen das versuchen, weil wir eben bei vielen Punkten, auch bei denen, über die gar nicht geredet wird. Wir können mal über das Gesundheitssystem reden. Da haben wir Antworten, und zwar gute Antworten, die für nahezu alle besser sind. Und so können wir die ganze Palette, wenn die Situation ist, wir müssen deutlich machen, dass wir in einer, nicht in dieser Situation, wie Merkel und auch Gabriel sie schildern, dass es alles so top ist. Nein, die Welt ist wirklich aus den Fugen geraten. Es gibt unendlich viele Begründungen, da kann ich eine Viertelstunde problemlos reden, und der soziale Zusammenhalt in Deutschland ist nicht mehr gegeben. Das ist die reale Situation. Und wenn wir es schaffen, das deutlich zu machen, dass es der erste linke Satz ist, sagen, was ist. Und das müssen wir schaffen. Das ist unsere Aufgabe, aber das eben wirklich, und das ist total wichtig, dass wir diesen Enthusiasmus haben. Bleib dabei, wenn du die Welt verändern willst, musst du das auch ausstrahlen. Das ist der zentrale Punkt. Kriegen wir das hin? Dann bin ich sehr hoffnungsvoll, dass wir es schaffen. Aber das liegt jetzt nicht an uns dreien, das liegt an den Tausenden, die also in dieser Wahlauseinandersetzung, auch an denen, die noch nicht in der Partei sind. Also da kann man ja, so gerade als jemand, der einem großen Theater vorsteht, kann man unheimlich viel machen. Also neben hier. Es ist also, gibt ganz großes Betätigungsfeld heute, das war, ja, öfter mal im Theater das ansprechen, super Sache. Ich glaube, das ist der Weg. Ja, also herzlichen Dank, wollte ich da nur sagen. Also ich will sagen, unsere Chancen sind groß, und lasst uns das wirklich wie mit Herz und mit Verstand hinkriegen. Dann kriegen wir auch von denen welche, dass wir auch bei dieser Wahl Nichtwählerinnen und Nichtwähler haben. Und dass wir, das war ja in Nordrhein-Westfalen so fatal, bei denjenigen mit niedrigem Bildungsniveau war die Wahlbeteiligung deutlich weiter unten. Das ist ja unser Job. Wir müssen daran, wir müssen das auf unsere Fahnen schreiben. Natürlich führen wir nicht nur einen Wahlkampf gegen, sondern für diese Menschen. Und da sage ich, können wir auch mit einigem Stolz vorweisen, was wir in 4 Jahren in der Bundestagsfraktion gemacht haben. Wir können da nicht nur mit Anträgen, nicht nur die Papierlage, wie Klaus sagt, ist gut, sondern wir haben wirklich auch substanziell dafür gesorgt, dass Probleme in der Öffentlichkeit sind. Kein Mensch würde über Waffenexporte in dieser Form nach Saudi-Arabien, all die Länder reden, haben wir immer wieder zum Thema gemacht. Und ich kann die Palette jetzt ganz lang machen, aber hier werden noch viele Reden gehalten, ich kürze ab. Dietmar, du hast vorhin das Schicksal von Bundesgeschäftsführern erwähnt. Ich habe vor einigen Monaten eine sehr schöne Situation gehabt. Da kam ein Filmverleiher auf uns zu und auf mich zu und hat uns gesagt, wir machen einen Film über den jungen Karl Marx. Gesine hat den vorhin schon mal erwähnt. Und habt ihr nicht Lust als Partei, da irgendwie mitzumachen, den Film zu bewerben, die Veranstaltungen zu füllen und euch sozusagen in diesen Prozess mit einzubringen, was wir natürlich gerne gemacht haben. Und der Film ist gut gelaufen und die Säle waren voll. Woran liegt das, Sarah? Sind die großen Auseinandersetzungen, die Debatten, die wir führen, die globalen Konflikte, wird das Grundsätzliche wieder interessanter? Müssen wir selber auch wieder ein bisschen grundsätzlicher werden? Also ich denke auf jeden Fall. Und ich finde auch, die Resonanz auf den Film zeigt ja, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich mit diesen Grundfragen wieder auseinandersetzen. Ich meine, was hat man uns eingeredet in den 90er Jahren? Marx sei tot und das würde ja keinen mehr hinterm Ofen vorlocken. Und es ist ganz anders. Und ich glaube, ganz viele Junge auch, ich meine, das ist ja in den Unis weitgehend zurückgedrängt. In den 60er Jahren, da war das mal üblich, dass alle Marx gelesen haben und Marx-Lesegruppen. Und das war ja dann später immer weniger. Und ich erinnere mich noch in meiner Studienzeit, also in den 90er Jahren, da gab es das eigentlich überhaupt nicht mehr. Das war völlig weggedrängt. Und jetzt fängt das wieder an. Und jetzt gucken das wieder Leute ich habe auch zum Beispiel erstaunlich viele, die mich fragen, sagen Sie mir mal, ein Buch, das mir dabei hilft, Marx zu lesen. Also da sind junge Leute, die setzen sich hin und gucken sich das Kapital an und haben aber irgendwie keinen Ansprechpartner und fragen mich dann, wie kann ich denn das verstehen? Weil natürlich, wenn man überhaupt keinen Kontext hat, keinen Debattenzusammenhang, dann kann man eben ganz schlecht das Kapital lesen. Das ist ja auch wirklich so. Und natürlich sage ich dann immer, ja, welcher Uni bist du denn und vielleicht gibt es da ein SDS oder wie kann man sich da irgendwo zusammentun? Sowas gibt es ja auch schon, dass man dann gemeinsam Marx liest. Aber da ist ein unheimliches neues Interesse. Und ich glaube,
Das eine ist das Grundsätzliche, aber was wir im Wahlkampf auch noch ein bisschen mehr machen müssen, also das hat mich beeindruckt, zum Beispiel bei Jeremy Corbyn, da gab es ja einige Clips, Videos, Lieder, die haben unglaublich diesen Wahlkampf beeinflusst, weil sie einfach auf eine sehr prägnante Art in diese politische Debatte eingegriffen haben. Und ich finde, auch solche Mittel sollten wir stärker nutzen. Das sind teilweise, kommt das ja auch von anderen dann für, aber wir sollten es auch selber machen, weil das sind auch diese Medien, die Menschen erreichen, die jetzt zunächst mal sicherlich jetzt nicht unsere Wahlprogramme primär lesen würden oder die sich vielleicht auch nicht unbedingt in unsere Veranstaltung trauen. Das ist dann der erste Zugang. Also es gibt ganz vieles, vom ganz großen Grundsätzlichen bis zum YouTube-Clip, glaube ich, alles gehört dazu und alles müssen wir irgendwo machen, weil wir damit auch unterschiedliche Menschen erreichen. Und das kann ja nur das Erfolgsmodell sein. Wir müssen den Studi genauso erreichen wie den Postzusteller und dem, der arbeitslos ist im Hartz-IV-System und da das Gefühl hat, er kommt nie wieder raus. Wir müssen versuchen, ihnen allen Hoffnung zu geben und natürlich ihnen allen auch zu verdeutlichen, es lässt sich etwas verändern, sie haben gemeinsame Interessen und verdammt nochmal, es sind die oberen 1%, die von diesem heutigen neoliberalen Modell profitieren und deswegen muss das nicht für die Ewigkeit sein. Und wenn alle anderen Parteien da sich unterordnen und sich von den Medien jagen lassen, dann sollen sie das machen. Wir machen es nicht, wir stehen wirklich für das Gegenprogramm. Also der Film ist ja wirklich ein guter. Wir haben ja das Glück gehabt, die Premiere sehen zu dürfen. Und was besonders nett war, das ist so ein schöner Satz, ich konnte danach mit Marx und Engels noch ein paar Bier trinken. Allerdings waren es nur die Darsteller. Ich finde an dem Film im Übrigen auch beeindruckend, wie der junge Marx dargestellt wird, eben nicht nur ein heldenhafter Kämpfer, sondern auch einer, der das Leben genossen hat. Ich finde, das ist für uns Linke eine wichtige Aufforderung. Bei allem, dass wir also nicht vergessen, dass das Leben auch Genuss ist. Und dann hat er auf eine wunderbare Weise die Konflikte der Gesellschaft und die Klassenkonflikte, also mit den Holzsammlern und so weiter, will ich jetzt alles nicht aufführen, das war schon toll. Und wenn er dann auch in so einer Stadt wie Rostock, ne, ausverkaufte Häuser hat und nicht nur an einem Tag, sondern mehrfach, dann sagt das was und dann sage ich, wenn der Marx-Film so läuft, dann können doch die, die schon mehr als einen Bezug zum Marxismus haben, auch einen Wahlkampf Erfolg haben. Das ist doch auch ein Hinweis für uns. Ich weiß, dass wir drei im Moment eigentlich erstmal nur an den 24. September denken. Das ist so ein bisschen der Fokus, den wir im Moment haben. Aber ich will euch zum Schluss fragen, in 10 Jahren, wo seht ihr die Linke? Was wünscht ihr euch? Außer 30%, das haben wir heute schon gehört. Wer fängt an? Sarah. Ja, ich hoffe, dass wir dann in einer Position sind, wo die anderen darüber diskutieren, ob wir denn so nett sind, mit ihnen koalieren zu wollen oder auch nicht, aber wo wir sozusagen diejenigen sind, die auch mit wesentlich entscheiden, wo dieses Land lang geht. Ja, das brauchen wir. Ich glaube, dass wir entweder ganz stark sind oder ganz schwach. Und ich will, dass wir ganz stark sind, weil ich will nicht, dass alles nach rechts geht. Und das ist leider die Alternative. Also ich würde mir wünschen, dass ich in 10 Jahren dann noch eingeladen werde zu der Feier und dass dann die Feier noch eine andere Dimension hat. Sarah ist ja dann noch aktiv, ich nicht mehr. Und würde ich mir wünschen, dass gesagt wird, Mann, ihr habt damals echt toll die Weichen gestellt, dass wir heute zu diesen Erfolgen kommen konnten und wir haben Deutschland, Europa und die Welt so verändert. Und dann lehne ich mich zurück und sage, ach ja. Liebe Sarah, lieber Dietmar, herzlichen Dank an euch und ich habe es in Hannover schon gesagt und sage es hier gerne nochmal. Viel Kraft für die nächsten Wochen. Wir freuen uns gemeinsam auf diesen Wahlkampf. Alles Gute. Dankeschön. Applaus